Ich habe mir jetzt hier Verstärkung geholt, denn jetzt geht es um eine bekannte und sehr beliebte Fernsehserie, nämlich die Bergretter. Und Anfang Juni haben 1500 Fans mehr darüber erfahren können, nämlich beim Bergretter-Fantag, der im schönen steirischen Alpendorf Ramsau am Dachstein stattgefunden hat. Und da konnten die Fans natürlich ihre Stars hautnah erleben, aber auch ja, einen Blick hinter die Kulissen bei einem Drehtag werfen. Die Bergretter, das heißt romantische Erlebnisse, spannende Szenen und natürlich spektakuläre Rettungen. Und diese Serie wird seit 2009 bereits übertragen und erreicht wöchentlich mehr als 6 Millionen Fans im ZDF. Mehr sehen Sie jetzt aber hier bei uns. Bereits zum dritten Mal durfte der Fantag der beliebten TV-Serie Die Bergretter in der Gemeinde Ramsau am Dachstein stattfinden. Wahrlich selbsterklärend, seit Jahren mit den Bildern rund um das malerische Dasein des Dachsteins ist die Ramsau als Hauptdrehort nicht mehr wegzudenken. Die Location vor der altehrwürdigen Sprungschanze im Ortsgebiet fungierte als idealer Schauplatz für Fans und Interessierte der Serie. Ja, es ist ein Wahnsinn, wenn man sich umschaut, was los ist, was auch schon die ganze Woche los war in der Region. Also die sind ja nicht nur einen Tag da, sondern die machen Urlaub da. Sie sind auch außerhalb des Fantags, also unterm Jahr immer wieder da. Es ist für uns fantastisch, diese Veranstaltung. Wir sind froh, dass die Schauspieler sehr umgänglich sind und sehr kooperativ. Das ist nicht selbstverständlich, das schätzen wir sehr. Also es gibt jetzt um 10 Uhr eine Aufführung oder eine Vorführung von der Bergrettung, von der echten Bergrettung gemeinsam mit den Schauspielern, die sozusagen einen Unfall nachstellen und eine Bergung nachstellen. Um 14 Uhr ist dann im Festzelt das Highlight, wo die Schauspieler sozusagen Interviews geben. Dann gibt es auch noch eine besondere Überraschung, ein Meet and Greet für 10 Personen exklusiv. In Scharen angereist versetzte auch der dritte Fantag alle Fanaten in Ekstase. Sei es die traumhafte Bergkulisse vor den Toren des Dachsteins oder doch die persönliche Präferenz, Stars der Serie bei deren Job zu erleben. Viele verschiedene Faktoren veranlassten die gut 1500 Fans der Veranstaltung beizuwohnen. Uns gefällt einfach die Serie, das Setting der Dachsteine und ja, die Bilder und einfach auch die Spannung von der Serie. Wir sind so erstmal da. Das war reiner Zufall. Wir haben einfach im Internet gestöbert und sind darüber gestolpert und jetzt sind wir einfach mal hergekommen. Ich bin schon ein Bergretter-Fanat. Wir haben das erste Mal da und die Serie schaue ich seit dem ersten Tag eigentlich an, weil mir das einfach super gefällt, was die da machen am Berg. Das ist so diese Mischung aus diesen herrlichen Bergbildern, das Bergpanorama, dann die Storys, die sie jedes Mal neu erfinden, die Action natürlich auch, ja, das Menschliche. Mit dem perfekt inszenierten, actiongeladenen Programm konnte die Belegschaft der Serie hautnah die Vielseitigkeit des Bergrettungswesens nicht nur erklären, sondern auch tatkräftig umsetzen. Seit 2009 eine Institution im deutschsprachigen Fernsehraum, bedarf es natürlich auch an Unterstützung vor Ort. Die tolle Zusammenarbeit und Aufopferung der Bergrettung Ramsau trägt einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Serie bei. Und für uns ist wichtig, dass wir die Sachen eben vorbesprechen. Es weiß ja jeder, was hinkommt. Es ist die ganze Bergrettung eingespannt. Man hat es gesehen, überall im Hintergrund, wo ein Schauspieler hängt, da ist ein Bergretter am anderen Ende von Saal. Überall, wo ein Hubschrauber fliegt, fliegt ein echter Pilot, wo eben noch ein echter Flugretter dabei ist, eben normale Mannschaft. Aber wir probieren natürlich, dass es uns gelingt, die Schauspieler in Szene zu setzen. Und die haben auch mittlerweile ganz viel Erfahrung, weil wir einfach schon so lange miteinander arbeiten. Wie ich gesagt habe, mittlerweile sind das alles auch Bergrettungskollegen, weil es auch ganz schön schwere Sachen, wie wir es heute gehabt haben, ohne weiteres und ohne Probe machen können. Erfreut über die Verbreitung Impressionen aus der Region, erklärte der Bürgermeister der Gemeinde Ramsau am Dachstein, Ernst Fischbacher, auch den touristischen Mehrwert, welcher durch die Bergretter erzielt wird. Der daraus resultierende Anstieg der lokalen Wirtschaft ist die freudige Quintessenz. Da hat sich mittlerweile eine sehr gute Freundschaft entwickelt, es hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Spielt natürlich mittlerweile eine sehr große touristische Rolle, weil es vergeht kein Tag, wo ich nicht dann Bergretter-Fan trifft vor der Bergretter-Zentrale auf dem Weg zu meinem Büro und mittlerweile ein Wirtschaftszweig, weil ja
die ganzen Nächtigungen und auch das ganze Know-how, das was da auch mittlerweile um den ganzen Trost ist, auch teilweise da von regionalen Firmen zur Verfügung gestellt wird und dort auch gekauft wird. Nach dem unermüdlichen Einsatz der Bergretter im sportlich fordernden Park wurde im anlässlich des Frühlingsfest der Pferde aufgestellten Festzelt ein Meet and Greet mit den Schauspielern abgehalten und somit sorgte man für einen perfekten Abschluss des dritten Bergretter-Fantags.